Zeit. Elf hochmotivierte E-Jugendteams, ein prominenter Co-Trainer und dazu ein Pokal, der größer ist als alle Spieler, die ihn gewinnen. Bei diesen Bildern keine Frage. Der 6. Fußballpokal der Stadtwerke Rostock begeisterte am Sonnabend in Thomasdorf die Teilnehmer und Zuschauer aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind ja mit Gründung der Hansa Nachwuchsakademie Hauptpartner geworden. Das war für uns eine sehr schnelle und klare Entscheidung, noch mit einem anderen Partner aus Leipzig zusammen diese Nachwuchsakademie zu fördern und zu unterstützen, weil uns bei allem Engagement im Sport immer der Nachwuchs, die Jüngeren, am Herzen liegen. Und natürlich wollten wir diese Partnerschaft auch ein bisschen mit Leben erfüllen. Und so hatten wir auch im gleichen Atemzug die Idee, Mensch, dann lass uns doch zusammen einen Fußballpokal für die ganz jungen Fußballer machen und am besten mit Mannschaften aus dem Land. Ja, und so hat sich das Jahr für Jahr weiterentwickelt. Wir haben mal begonnen mit 5 Mannschaften, zusammengesetzt aus Schulen. Und inzwischen sind wir bei 12 Mannschaften aus dem ganzen Bundesland. Tolle Entwicklung. Gekommen waren diese 12 Teams aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem aus Stralsund, Wismar, Greifswald und Barth. Bei den Spielen boten die 10- und 11-jährigen Nachwuchskicker dann auf den beiden Plätzen des FSV Dummersdorf vom Anpfiff weg richtig guten E-Jugendfußball. Doch nicht nur die Duelle auf dem Rasen versprachen Spannung. Auch die vielen Stationen drumherum lockten die Kids und ihre Eltern an. Ja, der Ansatz, den wir haben, einerseits wollen wir natürlich ein gutes Turnier liefern, also sportlich irgendwo was hinbekommen mit 12 Mannschaften aus dem ganzen Land. Andererseits wollen wir natürlich auch Geschwister, Großeltern, Eltern animieren, auch außerhalb des Platzes Spaß zu haben, mitzumachen, sich sportlich zu betätigen. Also ob das jetzt der Surf-Simulator ist oder einfach mal an die Torwand gehen und versuchen mal dieses Löchlein da zu treffen. Bei den zahlreichen Attraktionen abseits des Platzes war aber nicht nur für jeden was dabei, sondern es konnten zudem groß und klein auch noch einige wunderbare Preise beim Torwandschießen gewinnen. Noch schöner aber als einige Hansa-Fanartikel zu ergattern, war es ganz sicher für 11 Nachwuchsfußballer. Diese durften nämlich zu einem Einlagespiel gegen die F1-Juniorin des FC Hansa Rostock antreten. Dabei ließen die von Oliver Scheel und Hansa-Profi Tommy Gope betreuten Kicker der Nachwuchsakademie ihr Können aufblitzen und siegten gegen die rund 2 Jahre älteren Spieler mit 4:3. Kein Wunder also, dass sich der Pressesprecher der Stadtwerke Rostock AG, Thomas Schneider, deshalb auch sicher ist, dass einige mal den Sprung zu den Profis schaffen. Da bin ich mir absolut sicher. Man muss dann mal die Namenslisten durchgehen oder einfach mal die Spieler dann fragen, oben in der A-Jugend. Und seid ihr auch mal beim Fußballpokal gewesen? Ich bin mir sicher, der eine oder andere, auch von heute hier, wird eines Tages in der A-Jugend wiederzufinden sein. Verdiente Sieger des Turniers wurden am Ende die Kicker des FC Anker Wismar. Nach einem überzeugenden Gruppensieg und einer tadellosen Leistung im Halbfinale bezwangen die Rot-Weißen im Finale auch den FC Pommern-Stralsund. Darüber hinaus wurde auch der Kapitän Malte Fritz bester Spieler des Turniers und wird damit einen unvergesslichen Tag beim FC Hansa erleben. Es ist für die Jungs immer sehr schön, die kommen dann mit ihren Eltern und in den Ferien meistens. Dann zeigen wir ihnen das Stadion, machen eine Stadionführung, dann gibt es auf dem Gelände ein Mittagessen, dann können sie mit der E-Juniorenmannschaft mittrainieren, dann kriegen sie kleine Geschenke, auch ein T-Shirt und lernen mal so, nicht nur die FC Hansa, sondern speziell auch die Nachwuchsabteilung kennen. Bevor FC Anker-Kapitän Malte Fritz aber die Kogge besucht, feierte er natürlich ausgiebig mit seinen Mannschaftskameraden den Turniersieg. Und den großen Wanderpokal, so war zu hören, wollen sie auch im nächsten Jahr wieder mit nach Hause nehmen.